Yeah, well, you know, I got my B1 in Deutsch, and ich kann ein bisschen Deutsch sprechen jetzt, und das ist gut. I come to Bavaria. Ich verstehe kein Wort. Eine kulturelle Zumutung. Lass uns träumen vom Lago Maggiore. Oh, das Glück, das Wünsche erfüllt. Zarte Weisen erklingen im Chore. Die Seen haben ja sehr viel gemeinsam. Unabhängig, ob sie größer oder kleiner sind. Aber fast in allen Seen, die ich kenne, ist ein Wasser drin. Und der Schliersee ist ein berühmter. Der heißt Schliersee, weil er schlierig war. Aber inzwischen kann ich nur sagen, der ist glasklar. Also, es ist eine klare Sache, der Schliersee. Okay. But life goes on, finde ich immer ganz gut. Mhm, ja, but life goes on. Hier sind die Bavarian Mariachis. Mhm. Oder? Ja. Schwester Veronika, ihr Arzt ist da, ihr. Willkommen zur Forever Tour mit Gerpold, den Wellenbrüdern und uns, den Toten Hosen. Ja, mal schauen, wie es wird. Wir haben ja noch nicht ein Konzert gespielt, nur geprobt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir alles hinbekommen, obwohl es manchmal schwierig ist, gerade für mich. Das Schlagbrett mit 106 Seiten, das ist dann schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist auch egal, wenn man einmal daneben haut. Also das wird einem, glaube ich, verziehen werden. Bravo, wir sind die Besten! Das erste Zusammentreffen mit den Toten Hosen war in Wackersdorf bei dem großen Festival, Anti-WAA-Festival. Wo eben protestiert worden ist gegen die Wiederaufbereitungsanlage. Erfolgreich übrigens, die ist nicht gebaut worden. Wir haben hinten Fußball gespielt und haben sofort gemerkt, da ist eine gute Ebene da. Aber ich glaube, was uns am meisten verbindet, ist einfach den Zugang zum Humor. Wir haben eine gleiche Humorebene. Wir können über gleiche Sachen lachen und entspannt bestimmte Dinge singen. Gerhard, trying to work out what he's saying, and when the others laugh, then I join in, and everyone thinks that I know what's going on, but ich habe keine Ahnung. But it is funny, I think. Na, guck mal hin, sagt der Guide, es tut ihm leid, aber Sie können den Riesenbaran nicht mehr servieren. Ja, warum nicht? Ja, ein Zahnarzt-Ehepaar aus Bad Wiese hat die letzten gefressen. Okay? Der ist ausgestorben. Ne? Und der Vater hat gesagt, ich hätte so gerne mal für mein Leben was Ausgestorbenes probiert. Okay? Meine Mutter fragte mich als 10-Jähriger mal, so, welches Instrument ich gerne spielen wollte. Die hatte so die Idee, mich bei der Musikschule anzumelden. Und ich habe dann wahrheitsgetreu gesagt, Schlagzeug, möchte Schlagzeug lernen. Und diese Musikschule in Mettmann war ganz neu gegründet und die boten das nicht an. Und dann hat meine Mutter zum Trost völlig überraschend mich beim Trompetenkurs angemeldet. Und ich konnte mit diesem Instrument so überhaupt nichts anfangen, aber wollte meine Mutter auch nicht enttäuschen. Und bin dann 4 Jahre lang zum Unterricht gegangen und habe versucht, dieses Instrument zum Leben zu erwecken. Das hat aber nicht geklappt. Campino, ich habe immer gesagt, Campino, warum spielst du auf der Bühne eigentlich nicht einmal bei einer Nummer mit der Trompeten? Dann bleibst du in Übung und es ist ein mordsmäßiges Hallo. Also mir hat das damals dann doch sehr viel mehr gebracht, als ich vermutet hatte. Und heute glaube ich, meine Mutter wäre total stolz, mich hier im Bauerntheater Schliersee an der Trompete zu sehen. Das Schöne ist ja, dass das so unterschiedlich ist und man meint, das passt nicht zusammen, aber das tut es. Und wir haben da schon so bei vielen Sachen eine Wellenlänge, obwohl die Musik sehr unterschiedlich ist. Das gewisse anarchische Momentum, das haben wir gemeinsam, glaube ich. Das ist eine wunderbare gegenseitige kulturelle Aneignung und nie eine Zumutung. Hey, oh, let's go!
es war mein Drachensong. Vielen Dank.